So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Europa Universalis 4. Ich begrüße euch. Da stehen wir nun. Wir haben schon längere Zeit nicht mehr über die Weltkarte geschaut, wer eigentlich hier was besitzt und wie die Kräfteverhältnisse sind. Das können wir mal machen. In Europa, denke ich mal, ist das Szenario relativ deutlich. Was ich sehe, ist hier eine Belagerung von Preußen in Dänemark. Okay, Preußen seit vielleicht jetzt maximal 20 Jahre unser Verbündeter, wenn überhaupt. Ne, ich glaube, letzte Folge haben wir sie hinzugenommen. Im Krieg gegen Pommern, Dänemark und Schweden. Ja, die setzen sich aufgrund ihrer militärischen Fähigkeit, denke ich mal, durch. Ist grundsätzlich ein starker Verbündeter. Man müsste vielleicht schauen, ich weiß es noch nicht. Preußen hat rivalisiert. Dänemark, Böhmen und Venedig. Wer ist denn eigentlich Kaiser nach wie vor? Lüneburg. Wen haben wir denn noch da? Pommern. Ja, überschaubar. Das Reich jetzt nicht so stark. Wir können kurz reinschauen. Nee, das sieht überschaubar aus. Dann noch unser Verbündeter Holland. Die haben zurzeit gar nichts. Auch noch nicht mal richtig Land. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt mal die Option der Niederlande? Also wenn, dann muss es schon gegeben haben, ansonsten läuft die Zeit weg. Ich glaube aber nicht. Ich guck mal, ob hier irgendwo... Manchmal sind noch so versteckte Ansprüche, dass man... Nee, Münster. Dass man vielleicht die Niederlande als Vasall freilassen könnte. Nee, aber das hat sich überhaupt noch nicht ergeben. Ansonsten, klar, Großbritannien, unser einziger westlicher Rivale jetzt oder übrig gebliebener, den wir dann auch in den nächsten Folgen noch bearbeiten werden. Ansonsten natürlich der große Osmane, der sehr, sehr spät expandiert hat, aber dann doch stark ausgebreitet. Ansonsten haben wir noch hier Maghreb, Spanien, Portugal. Russland ist schon komplett gewachsen, im Osten auch schon angekommen, in Sibirien. Ming nach wie vor groß und stark. Indien, das wird noch interessant, wenn das Mogulreich sich schon bis hier erstreckt, bis nach Indien erstreckt. Das könnte nochmal interessant werden. Ich weiß nicht, ob wir so weit expandieren, dass wir da Ansprüche kriegen. Ansonsten, ja, der Flickenteppich in Indonesien. Afrika ist auch überschaubar. Hier haben wir ein bisschen Rabatt mit den Engländern noch. Ansonsten gibt es gar keine Kolonien von vergleichbaren Nationen. Ich gucke mal, vielleicht irgendwo, nee, dass hier Spanien oder so sich irgendwo was geschnappt hat. Nee, sieht eigentlich entspannt aus. Hier ist noch, das ist Palitana. Nee, sehr schön. Okay, ansonsten, ja, Nord- und Südamerika, ich denke mal, das Szenario haben wir auch schon gesehen. Sehr, sehr stark besetzt. Wir könnten eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr die Idee findet, wir können aber eigentlich im nächsten Krieg, vielleicht stand es auch schon in den Kommentaren, ihr wisst ja, ich bin momentan so circa 10 Folgen voraus, aber was mir einfällt ist, wir können Portugal eigentlich befreien und dann im späteren Zeitpunkt vasalisieren. Das würde uns dann nochmal Besitztümer in Nord- und Südamerika bringen. Wäre eine Idee. Frankreich auch mit seiner starken Kolonie, die ja zu uns gehört, mehr oder weniger. Für die Integration solcher großen Länder dann wäre es ratsam, vielleicht doch nochmal eine andere Idee zu nehmen. Ich muss mal gerade mein Mikrofon ein bisschen zurechtrücken. So, dass wir haben bloß eine diplomatische Idee, dass wir dann vielleicht später die Einflussidee nehmen. Dann ist die Annexion deutlich günstiger und die Vasallen. Und denn wir müssten jetzt langfristig oder zumindest für das Late Game auf jeden Fall noch mit Vasallen arbeiten. Auch was den Osmanen angeht, das kriegen wir nicht alles alleine gekort. Da haben wir zwar den Johanniterorden, aber das reicht uns wahrscheinlich nicht. Da bauen wir uns dann doch lieber nochmal einen schönen Vasallen auf. Gut, okay. Kurze Übersicht. Wir haben Frieden. Wir können eigentlich heute den Krieg gegen Spanien direkt starten. Sollten wir auch machen. Und dann schauen wir mal, wie wir uns weiter aufstellen. Spanien verbündet mit Chamba Caraque Sunde. Das haben wir schon letzte Folge gesehen. Dann würde ich sagen, marschieren wir mit den Einheiten. Wir können auch Schiffe nehmen.
um uns zu platzieren, aber wir können es auch so machen direkt. Das machen wir auch. So. Machen wir Nägel mit Köpfen. Und dann noch einen nach Albacete. Das war's. Ja. Sehr schön. Okay, weiter geht's. In unserem feinen Spielstand mit Großitalien. Solche Bewegungen, dass sich immer zwei treffen, finde ich auch immer suboptimal, aber das Thema mit dem perfekten Spiel, das hatten wir glaube ich schon, dass man nicht immer Lust und Zeit hat dafür. Aber was halt wichtig wäre, ist wirklich nochmal Flotten aufzubauen, gerade auch später für den Osmanen brauchen wir nochmal und vielleicht schon mal langsam aufbauen für den Briten, denn Großschiffe haben wir mittlerweile gar keine mehr. Und das ist eigentlich schade. Hier haben wir ja eine große viele Galeeren. Können wir dann langsam machen. 66 Dukaten, das kann man auch noch alles optimieren. Definitiv. Wir gucken mal kurz, haben wir noch einen. Wir haben noch einen Kolonisten losgeschickt, der ist unterwegs. Kommt denn bald an, okay. So. Okay, meine Lieben. Die kleine Ruhe vor dem Sturm. Wissensteilung durch Holland. Ja, an und für sich ja. Aber wir schauen. Nee, brauchen wir nicht. Das entwickelt sich von alleine. Wir brauchen dann 4000 Dukaten. Aber haben noch Zeit. 70, 80, das können wir selber zusammensparen. Da brauchen wir jetzt den Holländer nicht. Schauen wir mal kurz, wie sieht es hier aus. Ja, wir wollten hier nochmal vielleicht militärisch ein bisschen was rausnehmen. Was haben wir denn hier? Nahkampf, Armeeanführer. Ich nehme mal noch einen Schluck Saft. Verschleiß Armee finde ich gut. Brauchen wir gerade jetzt in den langen... Kriegen. Nahkampfarmeeanführer. Ja. Kann man später nochmal hinzunehmen. Der eine Punkt, der ist mir dann doch wertvoller. Den nehme ich mal raus, wenn das geht. Geht noch nicht. Ach, September erst. Okay. Und Rekrutenreserve global. 170.000. Auch das wäre... Ist auch nicht so verkehrt. Lassen wir es mal laufen. Lassen wir es mal laufen. So, okay, da sind wir. Wir nehmen Holland mit. Warum nicht? Damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Cordoba. Und dann sind wir wieder im Krieg. Schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, wo die Armeen sind, ob es überhaupt welche gibt. Marschieren wir mal gleich auf die Tower. Da drüben haben wir eine kleine Armee. Solche Kriege sollten dann auch schnell gehen. Genau so schnell ist am besten. Wir marschieren erstmal und gucken, dass wir die Armeen zerstören, die wir hier noch haben. Das war schon. Mehr sind... Ach nee, da sind nochmal 45. Okay. Da sind nochmal 45. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die versuchen wir uns dann auch zu holen, klar. Und Navarra haben wir gewonnen. Und dann können wir eigentlich zum Koren auch ein bisschen Land den Franzosen geben. Ich weiß nicht, wie viel wir nehmen können. Das sehen wir gleich. Ne, wo willst du hin? Madrid gewonnen, da sind wir schon durch. Da haben wir alles. So, dann können wir eigentlich... ...die Armee hier zerlegen. Gucken wir mal, ob wir sie erwischen. Mhm, das sieht gut aus. Haben wir sie eigentlich in der Zwickmühle. Perfekt. Das haben wir alles. Da unten sind wir auch durch, also es geht... fleißig voran.
Na, du kriegst halt trotzdem, weil sie so viel Besatzungen oder Besitztümer in Übersee haben, kriegst du das nicht schnell genug. Alles erobert. Das war's dann auch mit den Jungs. So. Ja. Sehr schön. Ja, die Frage jetzt, ne, wie kommen wir an die nächsten großen? Es ist jetzt eigentlich in der Summe, sie gibt es fast keine schwierigen Kriege mehr. Also, dass wir jetzt Gefahr laufen, irgendwo einen Krieg zu verlieren, das sehe ich als sehr unwahrscheinlich. Was aber jetzt das Thema ist, wie schnell expandieren wir, wie schnell kriegen wir die Kriege zu Ende und wie souverän vielleicht auch, ne? Das ist jetzt eigentlich so das letzte Thema. So, hier machen wir auch noch ein bisschen Flächenbelagerung. Einer kann mal hier runterlaufen, dass da auch besetzt ist. Sehr schön. Okay. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich auf dem Ziel. Oder unser Ziel, unser mittelfristig, langfristiges, je nachdem, wie man möchte, ist ja nun, nachdem wir Italien gegründet haben, uns mal an diesem Versuch zu wagen, ganz Rom zu gründen. Ich habe aber von Anfang an des Spiels halt nicht daran gedacht. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen anders vorangehen können. Monatliche Verwüstung. Nee, das sind Staatserlasse. Arbeite ich fast nie mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Unterhalt, ja, das können wir machen. Ich arbeite ganz ehrlich nie mit den Staatserlassen. Ist vielleicht nicht gerade schlau. Aber wie, das sind ja wie gesagt, in IO4 gibt es ja 10.000 Stellschrauben, an denen man eigentlich jedes Jahr hier, also jedes Spieljahr, drehen kann. Ich nutze auch da nicht immer alle, ne? Ganz klar. Auch mit den Ständen und dergleichen. Aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. So. Das sieht gut aus. Fast kein Verschleiß. Sogar noch Militärstärke aufgebaut in den Jahren jetzt. Also Mannstärke meine ich nicht. Militärstärke, klar. So. Lassen wir unsere Vasallen hier noch oder unsere Verbündeten, jetzt in dem Fall Holland und unsere PU Frankreich, da noch ein bisschen erobern. Für Frankreich einen Schlag zu versetzen, bedarf es dann. Wir haben auch Venedig perfekt eigentlich. Wir können dann, Moment. 75 Leute, das ist noch, ist noch ein paar Jahre. Ja, ich würde schon ganz gerne da angreifen. Venedig. Ist Venedig das nächst sinnvolle oder der Osmane mal wieder? Ne, er kommt später erst, der Osmane. Ein bisschen befreien von der Koalition wäre auch nicht verkehrt. Ich nehme mal die untätigen Diplomaten raus. Ich mache mal hier ein bisschen Beziehung verbessern. Auch zu Schlesien. Das sieht wirklich nicht so verkehrt aus. So. Lassen wir noch kurz ein bisschen weiterlaufen, dass die hier unten belagern können. Ich denke, das machen die souverän ohne uns. Wir gehen zurück nach Lucca. Mit denen laufe ich jetzt einen kleinen Umweg, damit es nicht so viel Verschleiß zusammenkommt. Mit denen laufen wir direkt. 32.000 Rekrutengeselbe mal eben gesnackt. Alles klar, vielen Dank dafür. Die Jungs packe ich auf Lissabon und drill schon mal, wenn wir schon soweit durch sind. So, das gleiche gilt für die. Okay. Ja, man kann es jetzt über die Zeit noch ein bisschen drücken.
Können wir auch. Wir haben ja Zeit. So ist es ja. Wurden wir jetzt hier erobert? Ah ja, hier Sunda hat Land von uns beschlagnahmt. Dann bringe ich meinen Kollegen hier hin. Da gab es jetzt einen günstigen Berater. Moment, wo war der? 11395. Kostenstabilität. Missionarsstärke können wir auch gebrauchen eigentlich. Machen wir ja die ganze Zeit. Wie sieht es mit Inflation aus? 3,12 können wir auch drücken. Da sind wir aber gut in der Zeit. Schwierig. Will jetzt auch nicht unnötig Geld rausschmeißen. Hier macht Sinn. Hier macht Sinn. Ja, Stufe 2 kostet 7,89. Hier, der ist günstiger. 3,95 bloß. Ich nehme ihn mal rein, einfach weil er billig ist. Kostet bloß 8 denn für einen Dreierberater. Beziehung verbessern, ja. Kann man nehmen. Dann kann man sich auch sparen. Ansonsten den Fokus setzen will ich nicht. Schade, unser aktueller Herrscher Filiberto geht auch bald hops und dann kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, jetzt den aufzulösen. Den Lodovico di Savoia. Nee, gerade auch mit der PU mache ich das nicht, dass wir den Nachfolger verlieren. Das ist mir ein bisschen zu heiß. So. Ein geschmeidiger, entspannter Krieg war das. Ja, wir kriegen halt auch nicht so viel Kriegsstand, weil wir jetzt noch, oder Spanien hat noch Bündnispartner, die so weit über See liegen. Das macht schwierig. Dann müssten wir dann nochmal eine Überseeflotte bauen. Kommen wir auch noch hin, wenn wir wirklich im Late Game ankommen. Das ist ja nun in 20 Jahren der Fall. Gehen wir auch nochmal den Weg. Da ist auch schon unsere Kaiserin von uns gegangen. Und dann wird es auch mit dem Filiberto nicht mehr lange hin sein. So. Da dürfen wir jetzt, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht in eine, wie heißt es? Komme jetzt gerade nicht drauf. Mir liegt es auf der Zunge. Also wenn mein Thronfolger, wenn mein Kaiser stirbt und mein Thronfolger noch nicht volljährig ist, bekomme ich einen Regentschaftsrat, so heißt es, genau. Und da habe ich eigentlich jetzt ein bisschen Panik davor. Würde uns nämlich Unmenge an Zeit kosten. 5-6 Jahre ist schon doch schon wenig, nicht wenig. Aber 5-1-1 ist aber auch richtig räudig, oder? Also, ganz im Ernst. Mogul, Großbritannien, Osmanen. Wir machen das dann mit Venedig, ne? Wir holen uns dann Venedig. Dann können wir die Briten auch ein bisschen ärgern. So, okay. Ne, so viel dazu. Haben wir alles besetzt. Wir drillen schon wieder die Einheiten, sind schon wieder im soften Modus hier und können die Zeit abwarten. Drücken wir es durch. Ich weiß nicht, ob ich von Spanien Portugal befreit kriege. Ich glaube nicht. Ne, natürlich nicht. Noch nicht. Ja, ist wirklich blöd. Die sind zu groß. Das ist das Problem. Die sind zu groß. Die sind zu groß. Das kostet schon ein bisschen was. Und bringt uns nicht wirklich vorwärts. Ich möchte ungern jetzt hier die. Ne, machen wir es so. Lassen wir Saale weg. Grenzen wie sie hier ein bisschen. Wir müssten hier eigentlich Rebellen befreien und die sich dann selber freikämpfen. Das wäre, glaube ich, hier das Sinnvollste. Ansonsten, ja, machen wir Nägel mit Köpfen. Wir nehmen mal die Tower von Spanien. Dass wir beim nächsten Mal noch ein bisschen zügiger belagern. Da geht's schon los. Das war schon. Das war schon. Vielleicht noch Besatzungen in Übersee oder hier so Inseln wäre ja nicht schlecht und alles, aber ja. Vielleicht, dass sich Portugal selber frei kämpft, das wäre noch eine Option. Wir nehmen es mal so, ich weiß es. Gut, es war aber auch ein schneller Krieg. Also 2 Jahre, am Ende kriegen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Provinzen. Wir kommen wieder.
Das ist ja die Problematik gerade bei den Kolonialmächten, wenn die so stark verteilt sind oder groß sind. Den aus Navarra, den löse ich mal auf. Ansonsten gebe ich hier unserem Franzosen ein bisschen was, ein bisschen Land. Vizcaya. Und Navarra. Sehr schön. Und wir selber nehmen uns hier den Süden, den Korn wir dann selber. Und die beiden Staaten aus dem Maghreb. Dann haben wir auch jetzt Zugang zum Tunesier. Haben sozusagen jetzt direkten Landzugang zum osmanischen Großgebiet. Hätten wir auch hier gehabt, aber gut, das ist nur eine Enklave. Das hat jetzt keinen großen Gegenwert. Es ist nur eine Option vielleicht für eine spätere Kriegsführung. Aber noch nicht so effektiv. So. Das können wir dann erstmal so stehen lassen. Ich drück mal noch einen Kolonisten durch, dass wir da beschäftigt sind. Achso, der ist noch gar nicht da. Der ist noch gar nicht angekommen, den wir losgeschickt haben. Aber macht nichts. Dann haben wir Venedig, habe ich gesagt. Ist 75 der Fall. Das ist noch lange hin. Das ist wirklich noch lange hin. Frankreich sind wir bei gut 200. Haben wir dann auch beim Joniterorden. Auch da, da können wir mal schauen, ob der Ansprüche... Ja, sehr schön. Joniterorden hat ordentlich Ansprüche fingiert. Dann könnte man den auch noch ein bisschen vergrößern. Gucken wir mal. Dann möchte ich ganz gerne schauen, dass wir uns hier nochmal ein bisschen optimaler aufstellen. Die Jungs nehme ich mal raus. Ich bringe die mal nach Menorca. Die legen wir still. Da sind wir bei 64. Wir brauchen ja 4000 Dukaten für die Technologie. Müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht die letzte, dass die vielleicht bei uns spawnt, indem wir Manufakturen bauen. Ah ne, Aufklärung ist es. Das sind Universitäten. Aufklärung. Manufakturgeschichte ist schon durch. So, da ist ein Berater gestorben. Da brauchen wir natürlich einen neuen. Da kommen wir nicht ohnehin vorbei. Beziehung verbessern wäre wirklich interessant. Aber auch Handel ist nicht so verkehrt. Nehmen wir den Handel. Vor allem, weil er im Angebot ist hier. Nehmen wir ihn mit. So, 50 Dukaten pro Monat. Ist nicht schlecht. So, Schlesien holt sich den Rest von Böhmen. Ist Preußen mit Schlesien verbündet tatsächlich? Das wäre dann noch ein toller Verbündeter für den Osmanen. Aber wir haben sowieso eins zu viel. Holland, Russland, Joniterorden. Müsste Frankreich integrieren, aber auch das ohne die... erstmal müssen wir sowieso warten bis 90. Und dann außerdem brauche ich noch... die diplomatischen Ideen. Und zwar sind das nicht die diplomatischen, das sind diese, die Einflussideen. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Vasallenbonus, Einheitenlimit, selbstverständlich. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. So. Schiffe, meine Lieben. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Wir bauen. Wir gucken mal, wo wir die hinstellen. Wir haben ja viel Land uns. Wir können die Flotte eigentlich in Iberien bauen. Wir haben ja sogar... Haben wir beide Flaggschiffe verloren? Wir haben tatsächlich beide Flaggschiffe verloren. Also, dass ich da nicht die Folge... Also, eigentlich war das ja schon eine verlustreiche Folge. Die Venezianer haben uns die zerschossen, ne? Wir bauen ein neues Flaggschiff. Wir bauen es aber für den Briten. Wir bauen es für den Briten. Und zwar Großschiff, selbstverständlich. Moral, die ganze Flotte. Nicht nur fürs Flaggschiff, das ist zu wenig. Moral, Flotte. Ach, du kannst es... Ah, nee, du kannst es... Ich wollte gerade sagen, man kann das mehrfach nehmen. Nee. Gefechtsbreite Flotte.
Geschwindigkeit, Haltbarkeit, Flaggschiff. Logbuch des Flottentradition durch Seeschlachten. Finde ich nicht schlecht, aber da müssen wir erstmal ein paar erfolgreiche führen. Gefechtsbreite Flotte. Flotteneinfluss auf Belagerung ist Blödsinn. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist cool. Doch, wenn wir später vielleicht Schiffe jagen wollen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt La Royale schreibe. Französisch, weiß ich nicht. Ich kann kein Italienisch. Ragazzi Flotta oder was? Keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine lustigen Anekdoten zum Italienischen. Wir nennen es einfach Imperi. Weiß nicht, ob das grammatikalisch korrekt ist. Imperi. Nimm es so, weil wir so angefangen haben. Stimmt auch nicht, eigentlich müssten wir Savoyen nennen, aber ist ja egal. Irgendwas muss ja anfangen. So, die Flotte. Die bauen wir denn da in Iberien. Da bietet sich's an. Ablehnen natürlich, kein Zugang für niemanden. Ja, sollen wir wirklich bis 75 warten oder fällt uns vorher was ein? Ich sehe auch nichts. Österreich, ja. Aber auch da haben wir Frieden. Genau, bis 75 mit allen. Das Osmanische Reich und Russland waren in Schlesien. Spannend. Oh, unser Preußen wächst. Das wird nochmal ein toller Kollege. Ich hau jetzt mal die Diplomaten da rein, wo es geht. So, meine Lieben. Ja, es sind so Vorbereitungen jetzt. Wir müssen eigentlich noch mehr Schiffe bauen, noch mehr Einheiten. Damit wir dann auch die großen Flotten hier bewegen können. Und die Einheiten müssen wir auch noch verstärken. Denn wir kommen langsam in den Genuss, auf 6er Tower zu treffen, wenn wir belagern. Oh, die Schiffe sind jetzt günstig. Die müssten wir eigentlich durchdrücken. Was haben wir hier? Diplomatische Beziehungen können wir mal gebrauchen für einen Zeitraum. So. Okay. Wo holen wir uns das Geld her? Uns fehlen so ein bisschen Goldeinnahmen, ne, aus Übersee. Ja, wir können eigentlich, wir können warten. Wir machen es dann mit, wie heißt es? Wir machen es dann mit Venedig. Holen wir uns erstmal die venezianischen Provinzen hier, dann haben wir auch einen schönen Zugang zum Osmanen. Den Briten knöpfen wir vielleicht ein, zwei Provinzen ab. Über die Zeit mit der Belagerung. Die lassen wir dann auch schön geschmeidig laufen. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo Staaten gründen können. Ne, ist überschaubar. Maximal hier. Das können wir noch mitnehmen. Wir haben auch grundsätzlich Anspruch auf den, ne? Ja. So. Okay, dann soll es mit der Folge das gewesen sein. Unser französischer Vasall entwickelt sich langsam auch. Nevers wäre nochmal interessant. Aber gehört zum Reich. Interessant. Interessant. Böhmen und Lothringen. Eigentlich ja. So einen Krieg könnten wir auch nochmal vom Zaun brechen vielleicht. Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Das ist echt eine gute Idee. Klar kommt jetzt der Lüneburger Boy dazu. Brandenburg, Ostfriesland, Brabant, Geldern.
Ist so ein schneller Snack, ne, vielleicht. Macht zwar alle so ein bisschen sauer. Aber stört ja keinen. So. Sachsen abberufen. Hat aber lang gedauert. Ja, wie machen wir das mit den... Der Venezianer hat ja immer noch Schiffe. So ist ja nicht. Versuchen wir mal ein paar reinzudrücken. Wie viel hat er noch? Sehe ich das hier? Da sehe ich's. 42. So, da sind wir fertig. Da können wir dann... Problem ist bloß, wir haben zu viel administrative Macht. Wo setzt man die jetzt rein? Wo setzen wir die jetzt rein? Wir können Rom ausbauen. So. 3,6. Wir haben noch Zeit. 25%. Und wir können bis 1000 noch was sammeln. Lassen wir noch ein bisschen stehen. Ja, wenn du halt alles hast, ne, jetzt geht's langsam los. Ja, dann können wir es. Wenn wir so viel Macht haben, können wir auch einfache Berater reinstellen. Da brauche ich keinen Dreierberater. Können wir gucken. Wir nehmen dann den Fokus auf. Wir kriegen jetzt in der nächsten. Im nächsten Schwung kriegen wir die nächste Idee. Fokussieren wir schon mal auf Diplo, dass wir schnell durchgedrückt kriegen. Ansonsten können wir dann hier auch wirklich, klar, die sind jetzt momentan günstig, können wir drauf verzichten. Ach, plus 4 militärische Macht, verrückt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, okay. So, wenn wir sagen, dass wir Krieg führen wollen. Ich hau mal die Adria voll mit Schiffen. Ja, jetzt kommen wir langsam ins Late Game, liebe Leute, es macht Spaß. Jetzt muss man dann auch diese Wucht, die wir haben, dann auch mal wirklich aufs Spielbrett bringen. Die Folgen werden länger, aber es passiert weniger. Gut, okay. Ich hole mir einen Schluck Saft und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Van Bergen. Ciao, ciao.